spät ist es? Es ist noch früh. Jessie hat gefrühstückt. Ich bringe sie zur Schule. Sicher? Ja, natürlich. Okay, alles gut. Einverstanden. Antonio LeBlanc. Wie sind Sie zu dem Nachnamen gekommen? Ich wurde adoptiert. Das willst du heute zur Schule anziehen? Ja, wieso? Ach, nur so. Gute Wahl. Komm, los. Wo kommen Sie her? Ich lebe eine Stunde nördlich von Baton Rouge. Wo kommen Sie her? Also ursprünglich? Geboren wurde ich in Korea. Es ist noch ein Baby unterwegs. Und ich bin auf der Suche nach einem weiteren Job. Kathy? Hey, wo willst du hin? Was ist denn? Was ist denn hier los? Hey, ist das nicht deine Kleine? Komm, gehen wir. Hat einer gesagt, dass du gehen kannst? Stopp! Ich sag's zum letzten Mal! Okay, jetzt reicht's. Arme aus dem Rücken! Lassen Sie ihn los! Tu doch was! Ich hab die Kaution hinterlegt. Warum ist er nicht längst wieder draußen? Wie es aussieht, ist er nicht mehr hier. Er wurde mitgenommen. Was? Ich verstehe das einfach nicht. Wie können die ihn auf einmal ausweisen? Ich bin mit 3 hierher gekommen. Können wir dagegen überhaupt nichts tun? Ich meine, hören Sie ihm zu, sehen Sie ihn an. Er ist Amerikaner. Die Einwanderungsbehörde nimmt Leute wie Sie ins Visier, adoptiert oder nicht. Ich lebe hier seit über 30 Jahren. Außerdem sind Sie vorbestraft. Was willst du hier, Bro? Erzähl mal, was willst du? Eigentlich berechne ich im Voraus $5,000. Werfen die dich raus? Nein, meine Kleine. Ich gehe nirgendwo hin. Yo, Antonio! Du weißt, wie es läuft, Bro! Los, 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 los! Komm, Leute! Ich würde mit dir sogar auf dem Mond leben. Schneller, komm schon! Ich habe keine Angst. Sie können freiwillig das Land verlassen. Oder Sie gehen in Berufung. Und entscheidet das Gericht nicht wunschgemäß, darf er nicht mehr zurück. Ich verlasse meine Familie nicht.